Ja, meine Damen und Herren, heute ist der Prozess in dem Verfahren wegen des Anschlags auf das Gebetshaus der Sikh-Gemeinde in Essen zu Ende gegangen, nach 25 Hauptverhandlungstagen, an denen rund 50 Zeugen und Sachverständige vernommen worden sind. Die fünfte Strafkammer hat die drei angeklagten Jugendlichen verurteilt zu Jugendstrafen zwischen 6 und 7 Jahren. Sie hat dabei allerdings differenziert. Zwei der Angeklagten sind verurteilt worden wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung. Das sind die beiden Angeklagten, die tatsächlich auch am Tatort in Essen gewesen sind. Der Ablauf stellt sich so dar, dass diese beiden Jugendlichen am Nachmittag des 16. April zunächst eine Bombe gebastelt haben. Sie haben einen Feuerlöscher gefüllt mit Sprengstoff. Diesen Sprengstoff hatten sie vorher selbst zusammengerührt und ihn dann mit einem Fernzünder versehen. Alle Zutaten stammten aus dem Internet und waren da offenbar ganz legal erworben worden. Das Motiv der Tat ist in religiösem Fanatismus zu sehen, ist in Hass auf Andersgläubige zu sehen. Die Angeklagten haben sich selbst verstanden als gläubige Muslime und in ihrer Vorstellungswelt die Vorstellung gebildet, dass sie jetzt nun Ungläubige angreifen und möglicherweise sogar töten müssten.